Hallo. Oh, hallo. Warum gehst du schon uns allein? Ich hab drauf gedrückt. Das ist doch entsetzlich. Ich bin noch gar nicht richtig da. Wo ist es dann? Ah, da. So. Wir wären heute normalerweise drunter, Mick. Heute? Alle. Niemand? Nee. Ah. Dienstagst du? Also du fangst ein der Woche? Also keine. Achso, ich fange. Nee, ich fange aber nicht jetzt so. Will ich schnell anfangen? Okay. Mittwochs der Raven King, wenn er kann. Und Donnerstags fahre ich zum Mick. Und jetzt fahre ich morgen zum Mick. Mittwoch Feiertag. Das könnte man eigentlich auch einführen, ne? Was? Dass du zu mir fährst. Dass ich zu dir fahre. Nee, Quatsch. Uiuiui. Dann gibt es ja gar keine entsetzliche Tortellinis mehr. Richtig. Das können wir nicht machen. Vor allem müsste ich dann immer angeben zwischen. Müsste ich überhaupt nicht. Vor allem müsste ich dann immer angeben, so zwischen, sagen wir mal, zwischen 18 und 21 Uhr, weil ich nie weiß, wie der Parkplatz ist. Mhm. In der Tat. Oh, ich hab sogar der alte Controller. Ohne Schutzkappe. Das Geile finde ich aber beim PlayStation Controller, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der mal einen gewissen Grad von Abgenutztheit erreicht hat, bleibt der so. Und wird nicht schlimmer. Ach so. Du hast beim Xbox-Controller zum Beispiel, hat sich der, also beim 360-Controller, hat sich der Analogstick, irgendwann hat sich es gebogen, so nach außen. Und war nur noch eine glatte Fläche. Lara heißt umgedreht Aral, muss man wissen. Hallo Bronco. Ja, hallo Bronco. Ich hatte mal eine Lara in der Klasse und der E-Mail-Adresse war Aral, Lara, irgendwas. Ich wusste das schon. Aber warum lädt denn das so lang? Weil das Spiel so lange lädt. Immer? Ja. Außer man macht ein Tututu, dann geht's eigentlich. Aber so jetzt beim ersten Mal, beim ersten Laden. Das ist krass. Wir müssen es schnell durchspielen. Hitman. Ja, erstens das und ich brauche dringend 4 Punkte. Ach so. Ja. Für? Ich will mir die Walking Dead Collection holen. Ja, ich hab's jetzt durch. Bevor sie noch teurer wird. Weil die wird nämlich gepresst. Im Store kriegst du, also im PlayStation Store kriegst du noch, aber ich schätze gern auf Disc. Und im Moment gibt es einen Händler auf eBay, der hat noch, der hat 70% schon verkauft und vertickt sie für 36. Das ist das günstigste, was ich gefunden habe. Kriegst du als für 60, 70. Die sind doch verrückt. Das sind halt 4 Spiele, ne? Ne, 3. Plus DLCs, dass die Final Season fehlt. Achso, die, ja. Die muss ich nochmal so holen. Oh Gott, dann lohnt es. Das ist doch die erste, die du noch nicht gespielt hast, oder? Ne, ich habe die zweite auch nie gespielt. Was? Ja, ich habe nur die erste gespielt. Bronco Man, stell dir vor, sie heißt Lana. Wäre das dann von hinten wie von vorne? Nee. Es wäre wie hinne, ja. Wäre wie von hinne, ne? Mhm. Huh. Aber Bronco, der Name wäre schon für den Arsch. Ach, das fängt hier wieder gut an. Ich freue mich so, hier zu sein. Ja. Namdois. Ham. Der Hamgott. Ich muss so über mich selbst lachen. Wegen der fette Katze. Auf der Fußmatte. Ham's wieder. Das war ein guter Witz. Ja, vorhin habe ich einen Bronco an der Bronco gerichtet im Discord und habe ihn gefragt, in welcher Stadt man immer alles sofort kriegt. Und die Antwort ist Instant Bull. Oh. Da hat er gesagt, wo kriegt man gar nichts in Singapur? Ach. Oh Gott. Ka, ka, ka. Boah, das hat sich jetzt aber gelohnt, hey, leck mich am Arsch. Was müssen wir eigentlich machen?
Eigentlich muss ich in die andere Richtung, aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, was ist das? Was ist das? Ah. Kann ich doch rüberspringen? Ha! Du kannst. Das ist ja verrückt. Um Gottes Willen. Ja, das war jetzt nur für so dappische Sammelgegenstände oder was? Nee, da muss es doch noch ein Geheimnis geben. Hast du dann Season 3 schon gespielt? Wenn du sagst, du hast das zweite nicht gespielt? Nee, wieso sollte ich dann Season 3 gespielt haben? Weil du nur gesagt hast, du hast das zweite noch nicht gespielt. Nee, um dann, Gottes Willen. Was weiß ich? Nee. Ich habe nur Season 1 gespielt und Season 2 habe ich nur A gespielt damals, auf der PS3 sogar noch. Den verstehe ich nicht, Bronco. Da bin ich gerade ein bisschen zu dappisch für. Leise, mal leise. Ich übersetze. Für was? Zum Hochkrabbeln. Ja, und ohne hat es vibriert. Das ist, ja. Da sind wir wieder bei Lana. Ach, fürs Gold. Oh. Boah, Bronco, oh. Auch ein angesenktes Ohr kann doch hören. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda! Mama Lauda! Mama. Ach, der ganze Fasching über die ganze Volkssuppe. Boah, vor allem habe ich das jetzt erst dadurch gerade gerafft, weil ich habe gerade wirklich nur das abgefackelte Ohr vom Lauda im Kopf gehabt. Ja. Und nicht, dass das Lauda ist. Bei Switch, wo er im Interview ist, dann macht er so rum. Hä? Oh, ich habe mich zugehört. Mach das wieder da. Oh, Switch war so geil. Musste der Bruce von Germany's Next Topmodel noch gemacht hätten, das war ja der Neustarter, wie heißt der Hohecker? Ja. Total schwarz angemalt. Und dann kam das Model im Ku Klux Klan Kostüm raus, also im Geisterkostüm. Wenn ich dich sehe, mir wird heiß, ich spüre Feuer. Und dann sieht das Interview von der Heidi, damit müsste ich mein Ziel mal überraschen. Das ist so asozial. Switch war geil. Switch war super. Muss ich aber noch mal gucken. Der Arbeitslos. Ich fand ja den Max Germann so super. Der hat ja einmal so 5 Minuten oder was von TV Total gemacht. Wo man reinsäbt und ist sich erst nicht sicher, ob es ist. Ne? Wenn das auf Switch gelaufen ist, ich habe als auf Switch geschaltet. Ach so, nee, und war mir dann kurz nicht sicher, ist das. Ja, aber nee. Das meine ich ja gar nicht. Ich meine, dass es war TV Total. Mhm. Und da kam halt hoch und dann ah. Ja. Und dann ach, und einen ganzen Scheiß mitgemacht, ja. Und dann meinte er, ja, und dann macht er wieder so, ich muss den mal kurz noch lesen und so, ja. Und dann, Max Germann, und dann kommt der echte Rap halt. So geil gewesen. Oh ja, Bronco, die Ingolheimer Inzestler. Ist das nicht schädlich, wenn die Bruder mit dem Schwester schnackselt? Das ist ein Schmalistin. Oder der Kinski, wie er den macht. Ja. Alter, ist das gut. Ist ja bei diesem ZDF-History-Ding gibt's das doch, gell? Ja, ja. Was ich so richtig geil fand, war die Laudatio, die er für den Comedy-Preis gemacht hat. Boah, das war das gut. So, da hätten wir noch Stuff, aber dann ignoriere ich. Ich spiele nämlich weiter, Mara. Du hast in dem Spiel, also das, was wir bis jetzt gespielt haben, ist wirklich alles mehr Erkunde und Rätsel und Zeugsammeln als Schießerei.
Ja, und wenn, dann Predator. So. Finde aber die Mischung bisher eigentlich ganz gut. Jonah? Bis auf das letzte Rätsel. Das war halt blöd. Rongo, wie schaut's denn aus? Soll man das Spiel lauter machen oder ist das okay? Boah, den versteht irgendwann auch keiner mehr, ne? Hast du das nicht erzählt? Wo der Ende da war mit dem Roberto Blanco T-Shirt und unten drunter stand Roy Black? Meinst du jetzt mich? Nee, der Bronco. Ja, weil ich habe das von dir gehört. Ja, das war glaube ich im Stream, oder? Das ja. Geschrieben, dass das in der Bahn war. Ja, genau. What do you think we'll find? The mural showed a series of trials. Da ist vorher mal aufgelaufen, da war bestimmt noch Zeug. Ich glaube, der Roberto Blanco war mal fucken. Fällt mir du gerade so ein. Das fand ich auch sehr cool damals. Ich weiß, dass er auf der Wiesen war. Ja, gut. Wurstfettgesicht. Vor Bratwurst-Fetischist gesagt hat und der Rab hat 30 Sachen aufgezählt, die man darunter verstehen konnte, weil er so undeutlich gesprochen hat. Ein Wurstfettgesicht. Willst du sterben? Google Mama. Oh. Das ist Wasser. Du musst sterben. Aber in der Höhe ist das. Das tut nicht gut. Guck mal in den Discord. Nee, nicht jetzt. Also ich hab mein Handy nicht da, geht nicht. Moment. Ich hab's hier schon auf. Ah! Da ja. Das T-Shirt ist aber geil. Da hätten sie ein schönes Bild rausgesucht. Ham Ham Check. Genau. Gute. Nochmal zu Sekiro. Mir fällt es bei jedem From Software Spiel auf, dass ich am Anfang, so die erste Stunde, denk, oh, will ich das jetzt echt? Echt? Ja, irgendwie. Ist das so Hürde dann immer? Ja, ja. Aber dann bin ich drin. Mhm. Das ist jedes Mal dasselbe. Mir geht's nur so, wenn ich ein neues Spiel anfange. Also, wenn ich jetzt zum sechsten Mal Dark Souls spiele oder Dark Souls 2 oder sowas. Ja, aber gut, dann hast du es schon einmal gemacht. Ja, und dann ist der Anfang halt immer anstrengend. Ja, das ist ja nochmal. Ja, ja. Nee, ich meine jetzt so vom Spiele her selber, ja. Wo, zum Beispiel Bloodborne. Ich bin da am Anfang so oft gestorben. Vor allem auch die Art von Spiel noch nie gespielt und alles. Mhm. Und dann war das noch zu der Zeit, wo es ungepatcht war und du halb Minute bis Minute den Ladebildschirm dann gesehen hast. Boah, hör mir auf. Nur mit dem Schriftzug Bloodborne. Stimmt, da waren noch gar nicht die Item Descriptions drin. Und ich hatte gerade Urlaub und habe gedacht, ja, will ich das jetzt? Ohne Scheiß. Und irgendwann war ich halt drin. Wie war es denn bei The Search? Bei Search war es interessanterweise nicht. Das ging schneller. Das hat halt aber auch ein, ich sage mal, gutes Story-Intro so. Das ja. Ist ja schon ganz anders da aufgebaut. Ja. Ich finde, Search ist auch, finde ich, leichter als die Spiele. Die Bosse auf jeden das Fall. Das kommt mir jedenfalls so vor, dass es leichter ist. Wir haben bei Dark Souls halt was ähnlich jetzt, als ich es jetzt gespielt habe. Boah, ich zeig dir noch, erinnere mich mal dran, ich habe das Lösungsbuch von Sekiro, habe ich mir ja bestellt, weil ich es für die Sammlung wollte. Alter, das ist ein 700-Seiten-Wälzer, der schwer ist wie Sau und das ist richtig geil gemacht. Und du schlägst es auf und das erste, was steht, bezieht sich auf Version 1.02 vom Spiel. Ich habe es gleich weggeschmissen. Nee. Aber das ist richtig cool gemacht, das Ding. Und hat nur 30 Euro gekostet. Also,
Da war ich begeistert. Und das Dark Souls Compendium kommt nicht im Mai. Ich habe E-Mail gekriegt, dass es erst im Juni kommt. Und dann bräuchte ich nur noch die zwei Bloodborne-Bücher. Dann habe ich eigentlich alles, was ich will. Weil Lösungsbuch für Dark Souls 2 und 3 brauche ich nicht unbedingt. Oder will ich nicht, weil im Compendium steht wahrscheinlich eh alles drin. Es ist mehr für die Sammlung halt. Weil ich meine, was will ich denn mit dem Lösungsbuch jetzt? Ich habe die Platin geholt. Das will ich mir nach mehr so, dass... wie man es spielt. Dieses, wo du am Anfang halt noch nicht so raushaust, ja. So, glaube ich auch jetzt, wenn ich dann an so ein Dark Souls 2 oder was gehe, ist das auch wieder anders. Das ist auf jeden Fall anders. Die spielen sich alle anders. Würdest du dir nicht mal Sekiro kaufen? Junge! Tu es, Bronco. Das ist so gut. Und bis jetzt würde ich auch fast sagen... Ich habe ja Dark Souls 2 und 3 noch nicht gespielt. Ja? Ich habe nur von Bloodborne gespielt, Dark Souls und jetzt Sekiro. Angefangen halt. Also ich weiß nicht, wie weit ich bin. Vielleicht so ein Drittel oder was. Das war jetzt ein fragender Blick an dich. Das ist ein Drittel. Ja. Das ist ein Drittel ungefähr. Ja. Aber im Moment... Oder ja, noch nicht ganz, aber fast. Im Moment würde ich sagen, das ist das Schwerste von alle drei. Finde ich zumindest. Warte mal ab, bis du es einmal durchhast. Ja, klar. Aber das, dann kannst du dann nicht mehr zählen. Das sei jetzt, ich meine, als wir zum Beispiel jetzt auch Bloodborne dann hier gestreamt hatten und so weiter, das wäre auch nochmal ganz andere Sache wie beim ersten Mal. Ja, ja. Wir sind auch oft gestorben, aber. Wenn es vom ersten Playthrough ausgeht. Ist es bei mir Dark Souls 1. Echt? Ja, das war halt aber auch das ja, klar, erste okay. seiner Art, was ich so gespielt ja, habe. Ja. Das war bei mir dann Bloodborne, aber ich meine jetzt so, ach. Ne, am schwersten fand ich tatsächlich, was waren jetzt hier? Laufst du denn nur im Kreis? Bei mir ist jetzt Dark Souls zum Beispiel deutlich leichter gefallen als Domuls Bloodborne beim ersten Mal. Ich will doch noch nicht rüber, oder? Nee. Nee. Ich guck erst mal. Und ich glaube, bei Search habe ich wirklich gar nicht. Ich habe beim Ende Boss habe ich mal ein bisschen Kange. Beim zweiten Boss, glaube ich. Die, ich wollte gerade sagen, die Großmaschine. Die, dieses wo sich so helikoptermäßig, ja, genau, ja. Der ist, ach, so ziemlich der schwerste Boss. Wenn du überlegst, die DLC-Bosse hätten wir auch nicht lang gebraucht, ja, wie wir die gespielt haben. Okay, du musst hoch. Und in New Game Plus habe ich den auch schnell down gehabt. Das war halt auch wieder dann so dieses, das erste Mal. Ja, die Bosse waren ein bisschen schwach. Das Krasse ist, ich könnte dir gerade jetzt aus dem Kopf, so spontan, könnte ich dir nicht sagen, wer der letzte Boss in The Search war. Ja, das war dieses... Kristall-Dings, wo du die Stimme hörst und so. Ah, ja. Ja, okay. Profi. Dass die nicht tot ist. Gibt's eine Taste für die Taschenlampe eigentlich? Kann sein. Oder ich hab gerade was an... Was habe ich eine Taschenlampe außen hochgeschaltet letztens? Ich weiß nicht. Vielleicht war es ja sogar bei Tomb Raider. Im Zweiter hast du, glaube ich, keine Taschenlampe, oder? Du hast ja nur die Fackel. Die Fackel. Was war das? Dark Souls. Nee. Werfen Sie mit. Noch einmal. Es war schon eine richtige Taschenlampe.
Nicht so Laterne oder so. Boah, hab ich mich aufgeregt. Ich bin durch dieses scheiß Riesengrabmal durch, hab nix gesehen. Und im nächsten Gebiet, danach, hab ich dann diese scheiß, den Helm gefunden. Den Leuchthelm. Dark Souls, ne? Ja. Da hab ich mich aufgeregt. Incredible! Grace Wiss, Motherfucker. It has something to do with the wind. I'm still tracking west, heading downward now. There's an underground river. Mensch, mir fällt's nicht ein. Was ist das für ein Spiel? What's at the end of these tribes? Assassin's Creed mit dem Desmond. Ich hatte es eben auch kurz gedacht, aber. Ja, die Stelle mit dem Desmond hätte es sein können. Das ist zum Explod. Ah, ne. Triple Triad Aufkleberbuch. So ein Panini-Sammelbuch mit Triple Triad-Karte. Boah, das wäre geil. Oh, in Star Wars Episode 1 im PlayStation-Spiel. Die Sandmenschen. Du Panini Jabba? Oh, die waren lieb. Die haben sie alle getötet. Hier. Still standing after centuries of earthquakes and storms. Das sieht nicht okay aus. Ich geh ohne rum. Fickt euch. Huh. Gerade muss ich dabei überlegen hier. So. Im Moment spiele ich Forza. Weil ich im Moment irgendwas spiele will, wo ich einfach nur den Kopf abschalte und einfach nur spiele. Will mich gerade nicht so konzentrieren. Ist das arg simulationslastig? Nee, Forza Horizon nicht. Das normale Forza ja, aber Forza Horizon ist Need for Speed. Mhm. Sowas. Ich find's also gut. Also spielst du das Pussy Forza? Das Pussy Forza, ja, richtig. So ein Pussyfurz. Fotzer. Oh, das ist mir aber peinlich. Das ist mir aber peinlich. Ich hab damals Your Project Cars gespielt. Der Bronco spielt das sehr, sehr viel. Und das hast du schon gemerkt. So, wenn du vorher immer nur, ich sag mal, jetzt Arcade-Rennspiele gespielt hast, das. Tag und Nacht. Ich kenne das sogar, die Lache dabei. Triple Triad Stream. In was? In FF14 oder? Das fand ich so geil, dass in Final Fantasy 14 Triple Triad dabei ist. Ein Abseile? Nana! Da mit den Regeln. Ja, da hätten sie noch ein paar dazu erfunden, gell? Das ist gar eine Triple 3 jetzt. Ja. Ich komme ums Verrecken nicht drauf. Was das war. Hast du gespielt, hast du mit der Taschenlampe? Ja. Ums Verrecken nicht. Erzähl mal, Hitman? Nee.
Tetris. Tetris mit der Tasche lang. Tetris. Got it. Was machst denn du jetzt? Dreh da durch. X-Hamster. Das Taschenlampenspiel. Ach ja, Servus Senra sei. Moment, da sind wir doch vorhin hergekrabbelt. Oder nicht? Ach gut, ich blick da jetzt schon nicht mehr durch. Nee. Doch, da komm mal her. Mein Ernst. Ah, schnell, dreht sich. Tada! Was? Das geht noch nicht, das muss ich zum Drehen bringen erst. Jetzt wissen wir wenigstens, was wir machen müssen. Musst hoch und musst das zum Drehen bringen. Aber wo musst du denn? Ja, das ist schlimm. Ich will das jetzt am wissen. Da müssen wir hier. Aber ich finde, das hier finde ich jetzt ach besser, wie wenn es nur Action wäre. Ja. Gut, im Stream ist vielleicht ein bisschen langweilig für die Zuschauer, aber ich finde das hier. Also ich finde die Änderung im Tomb Raider finde ich eigentlich echt gut. Das ist halt die Trilogie fertig. Ja. Nein, Jack. Da eine Taschenlampe gehabt? Also, ja. Zum Ohren ausmachen? Ja. Ehrlich? Ja, ich weiß nicht. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich beschreiben soll, Jack. Ich hab ja keine Ahnung. Taschenlampe. Beschreib mal deine Taschenlampe. Die konnte man Ohren ausmachen. Achso, in die hab ich auch. Schüttel die Taschenlampe. Und ich meine, dass dieses Klischee auch dabei war. So von wegen, jetzt geht sie genau in dem Moment spinnt sie rum. Ach, da kannst du an der Seite. Oh, mein Frack. Ja? Mad Max war das. Mad Max mit der Taschenlampe. Mensch. Da konntest du, musstest du immer extra wieder ummachen, wenn du irgendwo ins Dunkle kamst. Oh, das hat jetzt gedauert. Das Spiel hat auch relativ gedauert, ne? Du hast doch schon lang dran gespielt. Ich hab da lang gespielt, ja. Aber keine Platin. Das war mir dann doch zu doof am Ende. Okay. Weil du musst dann so 10.000 Herausforderungen machen. Mhm. Und Annie zum Beispiel mit dem bestimmten Auto 100 andere Autos platt machen. Nein, ich möchte lieber Hitman spielen. Ja. Ich bin letztens mal die Liste durchgegangen an Spiele, die ich hab, wo ich noch einfache Platin holen könnte. So wie Virginia oder sowas, weißt du, wo es wirklich einfach ist. Und ich hab keinen Bock drauf. Ich hab einfach keinen Bock drauf. Ja, also das wäre jetzt vom Schwierigkeitsgrad auch einfach gewesen, aber das ist dann auch nochmal so ein Ding. Soll ich jetzt 50 Stunden neu ziehen? Weißt? Ja, du kannst die Zeit besser nutzen mit irgendwas, wo du halt wirklich Bock drauf hast. Das wäre also so zum Durchspielen und ich habe ja auch jeden Nebenscheiß gemacht an so einer Stelle, ja. Das war das super, aber es war jetzt nicht, wo ich sage, ich hänge jetzt nur 50 Stunden dran, nur um die Platin zu haben. Du schwächel dich in der letzten Zeit sowieso. Ich will nochmal kurz. Den Clip hab ich erstellt. Was ist das? Wenn ich dir sag, wirst du mir's nicht glauben. Das ist Schleim in einer Dose. Und weißt du, für was dieser Schleim gut ist? Den kann man spenden und kriegt Geld für. Nee. Weil so sah es für mich aus. Das ist
so ein Schleimbolze, der hat auch die Form von der Dose, wenn du ihn rausholst. Ja. Und dann drückst du auf die Tastatur und er zieht den Dreck zwischen der Taste sauber machen. Das sah aus wie Probe. Nein, nein, das ist zum Saubermachen. Das ist zum Saubermachen. Es ist nicht so, wie es aussieht, ich mach nur sauber. Ja, Jack Mad Max war wirklich gut. Das hat mich sehr überrascht. Hast du das gespielt, Jack? Das Mad Max Spiel? Jetzt so von der Umgebung her und so war es halt schon eintönig. Ich meine, ist so klar. Ne? Das war halt was willst du denn erwarten? Sei mein Zeuge! Das hat gut geklappt. Ja. Wow! Junge! Hat Fang gemacht. Geil. Ja, mit meinem Bruder, aber trotzdem Spaß gemacht. Hat trotzdem Spaß gemacht. War trotzdem schön. Ja, ich fand das ganz schön. Mit Jack habe ich letztens ein Stündchen telefoniert. Das war schön. Ein Stündchen? Ja, im Discord. Bisschen gelabert. Das war schön. Bisschen geschüttelt. Nicht gerührt. Nicht gerührt. Für was? Mein Name ist James Bond. James Bond. Ich weiß nicht, für was ich den Scheiß jetzt. Warte, dreh dich nochmal hier. Da ist da noch eins, oder? Kann man das nicht ausschießen? Flaschfunk. Da, und dann. Nee. Ah, das kannst du vielleicht so rausziehen. Das kann auch sein. Death might work. Wird nicht netetcht. Nee. It might work. Damn, the lever is too worn to hold the door. Hold the door. Ach scheiße, das muss offen bleiben. Wer hat dich heimlich beobachtet? Der da. Ich, ja. Wie das? Jack hat sein Chem-Arker. Etwa die Chem. Ja. Fall jetzt bloß nicht rüber. Ich bin ja gesehen, ich hab gedacht, du springst einfach hier, Cody. Got to find another way out. Oh! Ja! Da! Aber jetzt, wo sie's bewegt, kannst du wieder da am Anfang hochkrabbeln, oder? Ja, das Ding ist jetzt rausgerissen. Das hier in der Mitte, ich muss noch höher krabbeln. Nein, nein, nein! Ah, das schmerzt. Tila. Der tut weh. Das stinkt. So, passen wir auf. Der ist kaputt. Ist das gerade Hauptmission? Ah, da. Ja, das ist Hauptmission. Überlebt. Jetzt aber! Oh Leute, das war aber ganz schön. Mein Gott, Ava, das ist deine Tochter? Die ist ja wendiger wie eine Katze. Jetzt Klitter! Du trägst jetzt den schönen Namen Mitch. Sie nannten ihn Knochen. Mal kurz sagen. Das war ich aber beim Bundy so geil. Der Typ aus seiner Highschool, der immer ein Autoreifen um den Hals getragen hat. Oh, die muss ich mal ausleihen, die Box. Klettern! Na, nein.
nein, nein, nein. Ich hab gedacht. Weiter, da ist doch so ein Holzding recht auf der anderen Seite. Auf der, ne, einfach weiter klettern. In die Richtung. Ah. Jetzt kannst du hoch. Nicht weiter. Weil du nicht klettern kannst, geh mal auf die Ja, lustig, mal auf die andere Seite. Da kann man sich wieder drauf hängen. Ah, und dann auf. Wer baut denn so eine Scheiße? Jetzt gerade irgendwo in die Wand zum Trollface gemeißelt. Bild bei Hideo Kojima. You mad, bro. Hodler? Ach ja, okay. War das nicht sogar, wo du hin musst? Ja, ja, ich muss zum Adler springen da ohne. Vorhin hat sie so einen Sprung überlebt. Das war, ich glaube, nee. Das war, glaube ich, Uncharted. Oh ne. Ja, das ist zum Dreihänger einfach. Das war, glaube bei Uncharted 2 oder 3. Im zweiten, glaube ich. Mit geskripteten Sprünge oder was? Jein. Also, da war wirklich so ein 2 Meter Abgrund oder so, ja. Also, nichts der Rede wert. Mhm. Aber du durftest da halt nicht lang, das heißt, wenn du da nun noch bist, ist er gestorben, einfach so. Ja. Das war. Herzstillstand. Ich. An das Holz. Ah, ja, ja, ja. Du kannst ohne auch mit dem Ding. Kletterhorde. Das fand ich in Uncharted 4 so geil, dass der Kletterhage einfach nur so ein Meißel war. Ach Gott sei Dank. Ja, so ein kleines Drecksding. So muss ich. Vor allem so ein Ding neu zu rammeln. Dass es auch hält. Aber jetzt. Das ist jetzt nicht euren Ernst. Alles gut, das ist geskriptet, das sieht man. Das ist jetzt nicht euren Ernst. Ach, da steht. Lara. Gott sei Dank. Jonah, I'm past the Eagle Trial. Passt, I must ja. be closing in on the Hidden City. Ist das Mais? Ich hab's mich auch gerade gefragt. Das oder. Entsetzlich hässliche Ostereier. This appears to be Incan, but it looks newer than the stone underneath. Oh, du musst überall nur mal hinklettern oder was? Somewhere over the rainbow. Impossible. Ich frag mich, ob der stirbt am Schluss. Nee. Das ist wieder Sully. Hätte heute auch jeder gedacht, dass er stirbt. Weil der Sully ist eh in jedem Teil ist er doch eigentlich fast gestorben. Und am Schluss steht er da mit der Zigarre. Genau! Ich bin der Beste. So, da geht's zurück. Der lebt ja sogar noch, wenn 50 Jahre später oder was in das Spiel. Ah, die waren schon geil, die Spiele. Muss ich mir irgendwann noch holen.
Ich fand es am Schluss so schön, wo dann nochmal. Ah ne, das war gar nicht am Schluss, das war ja am, das Intro vom Vierer. Wo du nochmal die ganze Szene siehst von der ersten Teile und so und dann die Musik dazu. Ja, und am Schluss auch, ne? In dem Epilog siehst du die ganze, das ganze Bilderalbum. Ja, das ja, aber ich habe jetzt gemeint so mit den. Ja. Also dieses Intro-Ding habe ich gemeint. Ja, die brauche ich irgendwann noch im Regal, ey. Hast du denn? Ich habe nur 1 bis 3. Ach so. Das vierte, stimmt. Vierte und. Ja, der vierte, da könnte man ja den Multiplayer-Mod zusammen machen. Ja. Das werde ich Anni vergessen. Ja, vor allem, du hast zuerst gesagt ja und dann Anne. Ja. Du hast doch zuerst hast noch gesagt, ja, können wir machen. Du hast doch am Anfang auch nicht verstanden, dass ich da ein Spiel habe. Doch, natürlich habe ich das verstanden. Ich habe gesagt, ich habe es gerade ausgeliehen. Ah. Du hast aber gewiss an mich, ne? Ah, jo, habe ich okay. Gewiss an dich. Ach so, okay. Das passiert, wenn man sich überall umgucken will. Was, ist hinter mir noch was? Zack, klettert sie wieder durch. Klettert sie durch. Die verbogene Stadt. Oh, da müssen wir überall nur klettern. Ich weiß es jetzt schon. The view up here is amazing. The hidden city must be near. Laura, I made it through. Laura. I'm entering a cavern. I made it. Jonah? Damn. Das von den Jonah Brothers. Oh. Oh. Das trifft sich gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, am nächsten Feuer bist du dran. Ja. Das hast du aber nicht gesagt. Wenn ich geracht habe, kann ich auch wieder wechseln, wenn du nicht willst. Ich muss eh nicht rauchen. Backseat Gaming ist irgendwie neuerdings mein Ding. Echt? Kann man immer blöde Sprüche machen? Kann schon ans Eis schalten. Ich stream ab und zu. Uiuiui. Das war knapp. Okay. Got to be more careful. Ja, vor allem bei Uncharted 4 fürs Regal. Oh, shit. Weil ich hab keinen Bock auf diese Greatest Hits Edition. Can't stay here. Greatest Hits? Ja, die haben Greatest Hits rausgebracht. Die Platin. Ach so. Da hab ich schon bei der Trilogie ab, das ärgert mich jetzt bei Dark Souls ein bisschen, dass das intern nicht die normale Boxart sind, sondern ja. Einfach nur so schwarz, auf dem Ende steht drauf Dark Souls, auf dem anderen Dark Souls 2. Aber von außen sieht's gut aus. Ja, und genau so sehen die innen aus. Hm. Echt? Das ist ein bisschen langweilig. Ja. Da hätte ich gern die Original-Cover gehabt. Alle Schwalben, oder haben wir schon einer verpasst? Bin ich mir sicher. Ja, am Anfang, wo ich gesagt hab, mach's doch. Ja, ich wollte's ja machen, aber es ging nicht. Du hast gesagt, nee, ich mach das nicht. Ja, aber ich hab gedrückt und es kam nichts. Und da hab okay. Ich sag das jetzt nicht, weil das. Ups. Wie, ich kann den gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich kann mit der fette Pfeil in dem kleinen Frosch. Giftpfeile draus machen oder so, weißt du? Mit dem Frosch weiterschießen. Ja. Voll ins Gesicht. Boah. You lick it, it kills you. Oh, schießt die Dinger gleich ab. Jonah, I may have found it. The hidden city. Danke, Jonah. I'm gonna look for the serpent with a silver eye. Die Dinger. Die Feta-Dinger da. Ah, ne, vergiss es. Weil vorhin in dem anderen Gebiet waren das halt dort Collectibles. Ich hab gedacht, die sind hier jetzt auch wieder. Ja, und das Ende von Lost Legacy, das war so dermaßen geil. Ja. Das war halt 2 Reloaded. Ja. Innerum asoziale. Da hatte ich mich so drauf gefreut, dass du das siehst. Mhm. Hat sich gelohnt. Du
muss ich auch noch Platin holen bei Lost Legacy. Das ist endlich dann schade, wo ich Platin habe. Also, die Vita zähle ich nicht dazu. Du hast die nicht geholt? Nee, ich hab die nicht. Das ist eigentlich nimm ihn groß auf. Ja, gut. Ist halt ein bisschen ätzend mit dem Sammelgegenstand halt, ne? Ja, die hab ich sogar schon. Du musst es nicht einmal auf Crushing oder so durchspielen, glaube ich. Doch. Nee. Doch. Extrem schwierig, doch. Ach, du kannst aber Cheats benutzen, das war der Trick. Stimmt, du kannst Cheats vorher freispielen und kannst die dann da drin benutzen. Ja, dann. Naja, ich hatte irgendwie gerade keinen Bock drauf, weil wir haben es dann noch gespielt und dann musste hier noch bis zu Kapitel 5 darfst du niemanden töten oder irgend sowas war das. Und ich dachte, das ist dann noch und nee. Aber irgendwann kann man es nochmal spielen. Vor allem geht's ja jetzt auch nicht so lang. I can help you. Get back! You don't belong here. Listen. I know it hurts, but. Gut Nacht. Gute Nacht, Jack. Ja, das war jetzt sehr sinnvoll, die Overdolls abzuschießen. Trinity. Ah, dann ist okay. So, das hat's aber jetzt erst gemerkt. Thank you. Wie, der redet Englisch. So, das sind die Originale. Gedacht, oben steht es somewhere mit dem Pfeilketten. Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. Dein Pinsel auf den Kopf gehabt. You're not only my son, you're my spielt schon gerade solo. You must not court unnecessary danger. Had you not been there with this woman have found us? Stream. Wie was ich im Ach so, Final Fantasy 9. Ah ja, stimmt, da war was. I'm glad you're safe. Das habe ich auch noch nie gespielt. Nur der Anfang. Ist cool. Ich weiß noch. Das Achter finde ich immer noch besser, aber ist sehr cool. Das hat der Kai sich geholt, als er bei mir war. Eine Woche lang. Dann war der Anfang gespielt. Lang ist es. Aber das darfst du nicht holen, wenn du denkst, ich mache jetzt Platin. Du musst 1000 Seilsprünge machen, das kannst du nicht. Mikro für Steam. Ah. Ja, hat beim 10er schon gelangt mit der Blitze. Das habe ich nicht gemacht. Oh Gott. Ja, wie gesagt, Jack, wenn du nochmal Hilfe brauchst, irgendwas, können wir auch nochmal im Discord bubble, gell? Ach, der Jack, was strebst du denn, Jack? Triple Triad wahrscheinlich. Triple Triad. Zu Final Fantasy 14. Das ist so gut. Muss ich auch noch weiterspielen. Why do you want it? To steal it? Bin kurz vor Ende. Oh, stimmt, da könnte ich mal Punkte abgreifen. Forza-Punkte abgreifen. Also die zwei noch schnell durchspielen und dann kann ich mal die Walking Dead Box kaufen. What have they done to you? Du bist ein Minus. Nee, ich bin auf Null. Ah. Ich bin auf Null. Du weißt ja, du bist nur einen Strich vom Plus entfernt. Teststreams, Indie-Games, Distrained und sowas. This is my Titi. This is my Titi. Ich hab's auch verstanden. Da musste ich erst mal den Untertitel lesen. Ace Combat ist gar nicht schlecht. Das habe ich auch mal mit dem Kaio gefangen. Da hat er sich das neue geholt.
Oder war das was anderes? Ich meine, das hieß so. Aber so, nee, also das ist schon her, ja, oder was? Ja, das sieht geil aus, das Spiel. Nee, ich glaube, ich meine was anderes. Aber ach, irgendwas mit Ace, ne? Jonah. Are you okay? We found him somewhere. He's my best friend. Abby. Die macht mir Angst. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver arm, but we'll keep your friend here. You won't get very Hat die far. Hat die Pai ihr Hand bekommen? And you will not be gone. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Tja. Ohne Hand. Let's leave. Get this woman some clothes. Down. Would you? Genau. Keep him company. I'll be back as soon as I can. That's your highway to the danger zone, ne? Ace Combat. Pretty nice place. Quiet. Dankeschön. Kannst du mir mal das Wasser geben? Andi? Oder Schatz? Nee, kann ich nicht. This is oh Gott, oh Gott. Ich hab's geschafft. Ist das jetzt die Hubzone? Das ist My Titty. Die My Titty Farm. The Hidden City. The Hidden City. Hidden City. Oh, guck mal, wie schnell wir jetzt angezogen sind. Super, ja. I, don't know your name. Aber Kämpfe kann man damit eher schlecht. As the rebel leader, I have to be careful. I am the rightful queen. Undato. Spuck das Vieh ab. Ich hab vorhin schon eins abgeschossen. The Hidden Titty, ja. Dode Chiller. Jetzt hat er mich die Cutscene spielen lassen. Oh, die Zelda-Spiele muss ich auch noch spielen. Welche? Die man. Alle! Die, wo ich. Mit dabei war. Ach so. Willst du echt nochmal spielen? Ja, ich würde es halt gern mal spielen. Ich hab ja nichts mitgekriegt. Das Outfit habe ich auch als Abendwochenende doch recht. Ja. Renn ich als durchs Haus. Das sieht aber echt ganz komisch aus, ne? Ja. Oh. Guck mal, meine Haut geht durch den Poncho. Ich fand, wie das sah beobachtet. Ein bisschen wie Plastik aus erst. Ja. Ja, hört auf zu labern, ich will das doch. Der ist mal klaue. Oh Gott! Das Lama sah von oben so aus, als könntest du es festmachen, dass es so Seilwinder am Körper hat. Die dürfen gar nicht mehr geschlachtet werden. Hallo. Freundin von Unuratu. Gott, ist die Fleisch. Die war doch vorhin nicht so bleich, das haben sie jetzt. Die hat doch einiges durchgemacht. Käse idyllisch. Schon länger so. Schon länger so. Idyllisch, gleich nicht mehr. Ah, ich darf hier Waffe ziehen. Der Senras ist wieder da. Was treibst du, Senras? Spielst du? Das schüttelt. Spielst du Overwatch? Ah, ne, schüttle. Ja. Und Tastatur sauber machen. Ich war nie weg. Ach so? Also, dann war er einfach nur ruhig. Das ist Werbung für Atlas Arnekes. Schüttelwatch. Die Schüttelwatch. Dummes Spiel. Schüttel die Diva. Es wäre cool, wenn die Lara jetzt so einen Arschklaps-Knopf hätte für die. What is this? Hey, was ist das? Cultist. Waiting for their deity to appear.
When the catastrophes come, the god Kukulkan must be sacrificed to power the sun. Otherwise, the world dies. Sacrifice a god? The sacrifice is my duty. But this co-leader will take my place and attempt to become the god. He believes he will remake the world and live in a paradise of his design. Danke für den Follow. ASDFBI. Danke. What? I've heard those words before. There he is. Kriegst du mit immer noch die YouTube-Dinge ab mit? Nein? Ja. The Phone Destroyer. I know him. Entsetzlich. Behold! Das ist der Doktor. Das ist der Doktor. The instrument of our unity. Doktor Strange, hätte sich wenigstens rasieren können. Sido, das ist der Doktor Sido. Our dreams of peace and safety. Das ist aber egal, solange Mama stolz ist. Ja. Vom Arschfick-Song zu Mama, ich hab dich lieb. Ah, das sieht er. Der hat einiges durchgemacht. Lied to by outsiders. The people believe in him. But you don't. Da fehlt nur noch die Chips, gell? My late husband Saidi was his brother. They had differences over the future of Paititi. Differences over the future of my Titi. Das klingt wie my Titi. You have seen the storm. Es fing an mit 13 und einer Tube Gleitgel. Das I ensure you that my Titi will persevere. Das ist doch das Sido. Das ist mein Block. Nicht ein Blumentopf, sein Block. All of us who disagree will never see this paradise. The rebels will be discarded. Not if they don't find the box. Yes. Our best hope is to doch, find ich kann nicht anders. Ich bin der Arsch. Mann. Perhaps Amaru may still be brought to see love. In reason. Death to the outsiders! Retribution will come! Hakan! Enough! Bishu Hakan! While the snake is within reach. Justice will be met in good time. Do not jeopardize our rebellion for the sake of impulse. He gives us all the plugs to the anus. Oh, weh! Atata! Nein. Atata. Oh, nicht. Edsley, go scout ahead. We'll meet you at the edge of the mountain. Last warning. Wo spielt denn das eigentlich? Ist doch der Inka-Krams, ne? Follow Edsley. Your clothing won't hide you. Nee, Chinesisch gar nicht. Okay, I'll find the box. Ich meine, das wäre Inka-Kram. Also irgendwo so Südamerika. You've been warned to keep the peace. I was just out for a pleasant stroll with my son. Amar is losing his patience. Ich auch. Darf ich jetzt wieder spielen? Jonah, can you answer? Yeah, I was just set up camp. Everything's okay. Dominguez is here. He's the leader of the cult of Kukulkan. That's what Unuratu's rebels are fighting. What? He's been here for years. Trinity controls Paititi. Die hat gar nichts in der Hand, ne? Wir haben das Funkgerät. Ist auf der anderen Seite. Hängt doch noch. Ja. Alles durch die Kraft von Paititi. Okay, wo müssen wir hier? Oh Gott. Zu Paititi. Über. Ja, geh doch fort, hau ab. Geht nicht. Das ist die falsche Richtung. Aber geil gemacht ist es schon, das Dorf. Aber das war senkrecht, leg mich am Arsch. Du bist schon ganz gefuchst, dann geh ich halt auf die andere Seite. Ich muss die Hör machen. Oh.
Wie in Dergen. Beautiful. Bin ich dir gerade. Was ist das? Ein Händler. Ich muss mir nichts kaufen. Ich hasse das, dass man den Waypoint nicht einstellen kann. Das nervt mich echt. Das kann kein Lux. Is something wrong? Ja, halt doch dein Maul. Jetzt aktuell oder was? Der Drachenlord. You could block the entry, then they couldn't get in. Ja, der Kai hat mir letztens zwei Videos von dem geschickt. Der flippt doch gerade voll drauf aus. Ah, ich kann mir dann nicht mehr angucken, das dreht sich in meinem Kreis. Bist du richtig? Das sieht gut aus. I don't have enough space for that. Ah, da geht's noch. Ja. Oh, Jake, was? Ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Der hat mit ihm drüber gesprochen. Da hat er mir von irgendeinem YouTuber erzählt. Und der hat halt eine kennengelernt und war dann mit der zusammen. Und der kann sich halt mit dem Drachenlord-Zeug gar nicht aus. Also überhaupt nicht, hat ihn nicht interessiert und so. Und die Freundin sagt zu ihm, ich muss dir was sagen. Ich bin ein Hater. Also so eine, die das halt wirklich professionell macht. Oh mein Gott. Ich bin ein Hater. Und dann check ist auch einer. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich doch hoffentlich raus. Nicht. Ah, doch. Ich hab schon gedacht, hey. Doppelsprung. Wegen 11 Zentimeter. Das macht bei der Lara viel aus. Das ist. Ich muss echt aufpassen, was ich sage. Du hättest doch. Ja, gut. Ja, aber dann hätte man das nicht eingesammelt. Richtig, ja. Und ich will nicht schon wieder retten. Aber mit der muss ich, glaube ich, retten. Von Patiti. Ich bin professioneller Hate. Das ist schon unhöflich. Mich interessiert's halt null. Ja. So. Where is my mother? Fort. Kleiner Pinsel. Sie vermittelt zwischen den Wachen. Ja, ja. Den kennen wir. Die Sprüche kennen wir alle. Bigger than Paititi? Oh, das ist aber ein großer Speer. Will you take me? Da verlieben die sich an. Die sind so blöd. What you're looking for is in there. How will I know when I found the right chamber? By the smell of death. If you survive, you can find your way back through the old irrigation system. God, I'll meet you there. Smell of death. Oh, be careful. The cult often patrols there. Ja. Peise Mädchen, natürlich. Also kein Mädchen, die Pai ist eine feine Dame, weil die liegt auf der Couch als so. Hm. Man bringe mir mein Hamm. Sofort. Und wenn es dann nicht bringst. Paizizi? Paizizi. Das ist doch nur Holz. Woher weiß ich, ob ich in der richtigen Kammer bin? Es riecht nach Tod. Nach Stuhl. Alright.
Wie war das L? L2. Loslasse und dann ja. Be my way. All full up. Can't carry any more. Müssen wir Zeug bauen. So. Ich krieg schon wieder erklärt, wie ich das mache. Das habe ich da vorhin. Ständig. Aber Hauptsache der Weg kriegst du dann angezeigt. Oh, ein Basislager! Aber eigentlich, ihr wisst, jetzt kommt wieder richtig geil, dann wechseln wir noch und dann kommen wieder die Katzen. Das lass mal wahr, oder? Das Outfit. Only wants to keep Paititi safe. Ja, wegen mir. But I've seen the lengths he'll go to, the murder and cruelty. Haben wir hin zwei Fähigkeitspunkte. I have to stop him. Ist immer dasselbe. Ich habe es vorhin aufgespart, nur damit du es jetzt ausgibst. Ja, und ich weiß nicht einmal für was. Ich habe gesehen, Pflaster nehme ich. Ich habe mir nicht durchgelesen, was es war. Weil die ganzen Skills, die da sind... Sind einfach der Arsch. Ja, was hämmern. Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Das ist gut. Das ist gut, siehst? Ich habe extra geguckt, dass ich was Gutes auswähle. Dieser Typ. Und der Check hat vor einer Stunde gesagt, dass er schlafen geht eigentlich. Erst noch Kuchen. Ach so. Kuchen dauert. Ah. Wir mussten ja noch backen. Ah. Und dann musste er noch auskühlen und so. Ne? Das ist das. Schickst gerade ein Stück rüber. Ja. Ich hab Enz gesagt. Zusten, so Enz. Nur Enz für ihn, für mich nicht. Bitte. Schwarzwälder Check gerade. Ich glaube, hier ist über richtig. Das sieht mir entsetzlich nach Tod aus. Das knackt so schön. Du könntest jetzt. Weißt du, da hätte es jetzt auch wieder Sinn gemacht, dieses, wie hieß es? Das Nase-Oculus-Rift. Ah, wie hieß denn das? Von South Park. Ja, ja, da hätten sie voll den geilen Namen für gehabt, aber... Wie hieß denn das? Das klappt tatsächlich. Was verrückt. Ist das nicht sogar Noculus oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Weißt du, hättest dann jetzt auch den Tod gerochen. Der hat mich verletzt. Hättest du dem Tod Geruch folgen können. Das ist das entsetzlich. Fall runter. Nee. Das Pipipi? Bitte nicht. Give me my fucking hand! Oh, komm her. Was ein Scheiß. Okay, take it slow. Jetzt aber schnell. Ich schaue im Moment von dem Ende, wo ich die Resident Evil Speedruns geguckt habe. Der macht im Moment als so Marathons, wo er mehrere Spiele hintereinander speedrunnt. Und der haut einmal eine Zeit lang hat der Turok Speedruns gemacht und hat dann auch in diesem Marathon einer gemacht und hat so ein bisschen erklärt beim Spielen. Und das krasse ist, Turok hat einen Bug, das erste, dass wenn du den Bogen auswählst und spannst den Pfeil und leck mich doch und schießt den Pfeil exakt bei der zweiten Sekunde.
tötet der alles mit M-Schuss, außer Bosse. Der tötet alles im Spiel instant. Oh man. Oh Gott, oh Gott. Oh nee, dann. Okay, take it slow. Das sind doch so Minzdinger, oder? Ja. Ich hätte gern ohne Minze. Das war Quatsch. Das gerade eben nicht funktioniert. Weil du es nicht gedrückt hast. Doch. Ich glaube, ich habe es gedrückt, Karl. Das war das Problem. Dann hat sie ihr Finger rausgeholt. Die zwei Äxte. Ritual Sacrifice. Kalima! Kalima! Dr. Schütz! Indy! Wow, die geschrien. Wow, die geschrien. Das war gewohnt. Komm her, ich schwing da in die Fresse. Oh. Oh, great. Bis wir aufs nächste Opfer warten. Oh, dadurch. No, doch, du hättest eine Wahl, Lara. Einfach warten. Für die Lara. We are Womba Way. Is this one of the rebels? Es war mal einer vielleicht. Kann ich denn nicht die Fedre Ludre? Ludre. There's a way in somewhere. Die Lara haut's raus. Schell. A serpent with a silver eye. I'm on track. Yes, through there. Naja, folge der einäugigen Schlange, Lara. The smell keeps getting stronger. Der Geruch wird immer stärker, du bist richtig. Kopf der Schlange. I found another serpent with a silver eye. I must be getting close. Ich bin so you? Tattoos. Yeah, you saw one of Roger's, right? It has a heron and an eclipse on it. That might have something to do with the silver box. I don't think so. Die Prüfung der Schlange abschließen. Looks like this is the only way, okay? Boah. Nee, so machst du das nicht richtig. Look and look. Oh, der war zäh. Da muss ich erstmal was Entflammbares. Aber pass auf, das ist die Prüfung. Ja. Und mal Stufpasse. Ey, mal falsch abgebogen. Ey, mal am Stoppschild nicht kalte. Aus und vorbei. Not so fast, ja. Ah, das Sound in dem Spiel ist schon geil. Ich höre nur die Hälfte. Oh! Das ist, glaub ich, nicht geschickt. Doch. Alles gut. Kann man das nochmal machen? Wozu? Wozu? Dass das rauslag. Warum?
brauch so viel Essen nicht. Gib mir mein Amt zurück. That barrier is down. Need to keep moving. Das war ein schweres Rätsel. Mach dir einfach die Funzel aus. Beim Sprung. So viel Zeit muss sein. Oh, es ist hell genug jetzt. Jetzt ist hell genug. Is this some kind of bloodletting chamber? Is this some kind of... Die Adalas-Bestie. Der Name war so geil. Must have taken hundreds of sacrifices to get enough blood to fill these channels. Ja. Und das holen wir uns jetzt. Das Blatt. Ah, oh, jetzt ist es nicht so still. Ah, nein, 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 nein. Ja. Dum, dum, dum. Ach, Scheiße. Wo muss denn das hier laufen? Muss das irgendwo hier laufen von hier? Ah, da. Und der stinkt, der passt noch nicht. Da ist ein Satz. Genau. Guck mal, ich löse das Rätsel noch, bevor es angefangen hat. Yeah. Hey. Oh, 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 oh. Weiter? Das muss Eirascht. So, sehr gut. Nee, doch. Gut. Ah ja, sicher. Every Connect. Muss das nicht hier neilaufen? Macht's doch. Nein, tut's nicht. Doch. Nee, das läuft hier durch. Guck mal, das passt doch. Hier runter und läuft dann hier ins Nichts. Aber das connectet doch. Ja, aber. Oh Gott. Das kann ja auch noch woanders da connecten, warte mal. Jetzt stimmt's. Ach so. Halt, stopp. So. Nee. Der Kanzler schläft heute Nacht. Why Titi? Ah, da, Titi. Das sah unrealistisch aus. Ja, das liegt an der Auflösung. Doch, Kammer, die hat aber nichts drin. Die hat was drin. Oh, ist doch falsch. Das war doch falsch. So war es für Ewe. Oder? Doch. Da war der Abfluss. Ah.
sowas eben. Und jetzt wird's zurücklaufen. Dreh weiter! Es läuft wieder in den Abfluss. Ich meine, es kommt ja drauf vor, wie die Anna Dings liegt. So. Die Frage ist, was passiert, wenn das in so einen Todekopf reinläuft? Ja, es läuft einfach ab. Sicher? Ja. Das ist ja eben passiert. Das ist einfach abgelaufen. So, und jetzt, so. Jetzt müssen wir das eigentlich nur so drehen, dass er auch das mittlere nimmt. Das heißt, drehen wir zurück. Da hier. So, wo, das geht da so rein. Das ist schon nett. Wir müssten das jetzt so drehen, dass er, wenn er da reinkommt, da ins mittlere läuft. Nein. Das sieht doch gut aus. Ja. Gib mir mein Amt zurück. Das ist eine Voodoo-Stadt, wir fackeln gerade die Stadt. Was dann? Schatz, gib mir mal Drehzeug. Gib mir mein Drehzeug. Danke. Ich verliere die Hälfte. Ich hätte den ja auch gerne kennen, aber das wäre zu einfach. Nee, einfach. Oh Gott. Wo sind die jetzt neu gehuckt? Da guck. Ebert, was gesehen, check, da ist eine Hose drinnen. Ist alles. Geht gesittet zu hier. Höchst hier, wo der Nathan Drake drauf ist. There's the little rebel prince. Wesley! Over there, get him! Die rennt hier ohne, dass du was machst. Ja, ja. Wir haben nicht runtergeschaltet, ne? Ist immer nur gefahrt. Rätsel als auch Action. Get out of the way. Aber irgendwie ist es so leicht. Pinch? Ja. Ritter hab ich. Huch! So einfach abschleichen. Oh,
war jetzt besser als vorhin. Ja. Hey, komm mal jemanden. Oh. Komm nicht, Guy. Ah! Der Nutzer war bass verwischt, ey. Kalima! Die verborgene Stadt. Kalima, if you can, head back. Uchu has something he wants to ask you. I think it's a favor. Okay, I'll make my way back as soon as I can. Nee, erstmal die Kurve laufen. Ja. Nee. Noch nicht, Jack. Der ist mir noch zu teuer. Ich kauf ihn, wenn ich ihn für einen Zehner krieg. Bei Filmen, da muss schon arg sein, dass ich mehr wie 10 Euro für einen Film ausgebe. Aber du musst unbedingt 5-Zimmer-Küche Sarg gucken, Jack. Unaratu. Hatsley's been captured. I know. They're holding him under the bed. Okay. We're working on a plan to release him. I tried to get him, I'm sorry. He's a warrior. What's that? What's this? Eine Schlange. Ein Kackhaufen! Nur für dich! Den habe ich aus dem Saal, wo es stinkt. Looks like he belonged to the mountain temple. It is adjacent to the temple. Nein, neuseeländisch. Is the box of HL connected to the barracks? Is that why the cult occupy the temple? It's heavily guarded. When we go in, it has to be subtle, silent. Is there a back way? There was one by the salt mine, but it has deteriorated. Hinten rein durch die Salzmine. Wird aber nicht mehr genutzt. Perhaps you did survive the sacrificial pit. I haven't been back inside since I was a child, but from what I can remember, the barracks are within an inner stronghold. If I can get in through the back way, I can clear a path and let you in. We will free Epsley, then go find the box. I'll take care of my son. You go after the box. Diese Folge geht in die Annalen ein. Kann ich was bauen? Nee. Ich habe auch gerade gar keine Waffe, ne? Stimmt. Entweder hat sie die verloren oder es liegt am Kostüm. Oder, wir wissen es nicht. Es könnte aber wirklich am Kostüm liegen. Ah, du brauchst die Waffe eh nicht? Ohne Scheiß. Bogen ab geht's. Können doch jetzt auch. Ja, ich kann keine Waffe auswählen gerade. Das ist die Salzmine. Einfach mal das Ding umgeschmissen. Blub. Jonah, I think I'm close to the mine entrance. Uchu,
Chu says it's at the edge of the mountain. He sent a rebel ahead to open it. Thanks. Here it is. Die salzigen Minen Morias. Das Auge der Schlange muss die innere Kammer finden. I'll need to be careful. All full up. Can't carry any more. Flieht, ihr Narren. Ah. Ach ne, wir hatten hier Giftzeug. Ja. Giftmoon. Warum auch immer. Kann ich aber nicht herstellen. Vize-Piff-Waff. Delphi, schießi. She'll be ready when you open the gate. Zwei Upgrades verfügbar. Toffi? Ah, ne. Ist noch nicht vor. Ah, doch. Hä? Dann gibt's die vierte Stufe wohl bei der Bestohlenen. Zumindest bei deren nicht. Vielleicht kriegst du noch eine andere. Okay, ab geht's. Auf geht's, ab geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Jahre Sonderschule. Körperliche Skills? Ja. So Sache mit weniger Schaden nehmen beim Falle und sowas, ne? On the right track. Careful. Chuku Chuku. Oh! Rauchbomben! Ja, mit dem Nathan-Track drauf. Wo ist er? Da. Ich hab einfach Dreieck gedrückt wie ein Tipp. Boah, das ist aber schon rauchig hier. Upsa. Wir looten die jetzt automatisch, gell? Bei Stealth Kills. Ja. Angriff, Hieb zurück, nochmal schneller Angriff, Hieb zurück, gut. This looks like the right place. Aha. Sieht genauso aus wie vorher. Da muss mal richtig sein. Da steht's. There's the gate I need to open. Ist gerade wieder was eingefallen von früher. Wir waren auf einem Geburtstag und da hat so ein, ich sag nur, Mini-Death-Metal-Band gespielt. Die haben da halt zu dritt oder was in dem normal beleuchteten Raum einfach gestanden und haben da dann ihr Lieder gespielt, wo jedes genauso klang wie das andere.
Da musste ich so loslachen, da musste ich da raus, weil die haben mich so besser. Das nächste Lied ist über den heiligen Bonifatius. Und sein Tod! Und sein Tod? Gott, ey. Und sein Tod! Die haben das ernst gemeint, ah ja klar. Wow. Sabaton. So, um was für ein Twirly geht's denn überhaupt? Hier vibriert's überall wie Blade. Da kann ich irgendwas ausbuddeln oder so. Der Joel ruft auch. Rainbow, Rainbow. Dem sein Lieblingsmap ist die Rainbow Road. All full up. Can't carry anymore. Guck mal, du hättest ja auch voll sneaky, sneaky von oben machen können und den ganzen Scheiß. Neuer Clip von Sabaton oder was meinst du, Jack? Jetzt haben gekriegt. Deswegen siehst du auch nicht mehr, weil sie sich aufs Bett gelegt haben. Die Frau hat schon erzählt, die hat heute ihren faulen Tag gehabt, die Katze. Den ganzen Tag auf dem Bett gelegen, dann wollte sie das Bett machen und hat sie genommen und hat sie gerade auf die Couch gelegt und ist auf der Couch liegen geblieben bis heute oben. Hat er nur einen haben. Morgen zu spielen. Die Tür kriegst du nur mit dem goldenen Haufen auf. Silber. Kunduni Schokol! Galantbil! Von ihm! Oh weh. Mother! Mama! Ah ja! Get him out of here! Wie die miteinander Englisch retten. Wisst, wir haben doch extra dieses Immersion-Dingsbums neu. Stimmt! Aber die retten miteinander Englisch. Hast du eine Mail geschrieben, aus welchem Film das ist? Haben die da Filmszenen drin oder was? Copy Strike. Jonah! How's Edsley? Fine. They got him out, but Unaratu was captured. Are you okay? Yeah. I'm going off to the box. I don't know how long it'll take. Do what you have to. Thanks. The Eye of the Serpent. That's it. Somewhere, Eye of the Serpent. Da-da-da. Kletterfrau. Was muss man in den Discord-Server stellen, Jack? In den Musikkanal. Das war die Spülmaschine. Die ist fertig. Was? Ja, kann sein, dass das da drin ist und es nur auf dem rechten Ohr ist oder sowas. Irgendwas war letztens auch, wo ich gestreamt habe und das war im Spiel und da habe ich gedacht, das wäre aber echt. Ich weiß nicht, was es war.
Das ist voll rot, du. Da sieht man es schon wieder, Jack. Keine Chance. Was? Ach, wegen. Ach so. Nee, nee. Hat sogar richtige Hose, ne? Wie eine Abenteurerin. Oh, 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 zurück, zurück, zurück. Was war das? Eine Feder. Vibriert schon wieder die ganze Zeit beim Laufen. Springt irgendwas auf dem Boden oder so. Oh, das war schön gemacht. Looks like there's a temple down there. Hm. Tamponschleife. Schick. Oh. Das vibriert dann. Ausgefallen und ich merke das. I got Unaratu captured. 3 Punkte verfügbar. Ja, nimm mal nicht. Wähle weise. Nein! Level was? Nein. Ah, stimmt, das vibriert die ganze Zeit rum. Oh, ich level Frunze. Can't carry anymore. Na, Chef? Ja. Ich hab's euch gespiegelt. Es war voll. Mit der ätzend im Hintergrund. Ist das okay so? Ja, ist gut. Ja? Es war voll ätzend mit dem Hintergrund. Jetzt ist es fertig geworden. Who made these things? It's not Maya or Inka. Impossible. I can't carry anymore. It's high. That I could. This is incredible. Incredible. Impossible. I can't carry anymore. Sekiro, Dark Souls, Bloodborne, The Search, Lords of the Fallen. Dead Cells. DLC. Was gespiegelt? Ja. Das Bild, was sie macht. Was für ein Bild? Sag mal. Die Aufmerksamkeitsspanne von der Flieg. Was hat's denn dir gerade gezeigt? Wer? Die Karin. Ach so! Wer? Ja, check. Die Frau bastelt mir ein. Oh, oh! Ah, nein! Springen war falsch. Ja. Frau bastelt mir ein Thumbnail. Für den Sekiro. Wenn du jetzt auf die Bewegung reingefallen wärst. I don't have enough space for that. Ich hab keinen Space. Up there. Der Jack
isst gerne Kuchen. Stock im Arsch, Rippe. Ja. Warum? Danke. Was war denn das? Ja, ich habe das Video heute schon online gestellt. Aber ich werde dann noch das Thumbnail ersetzen. Sie ist dann. Wunderbar. Ich habe jetzt irgendwie so gar keine Lust drauf. Nee, das mache ich jetzt nicht mit. Warum geht's denn hier auch lang? Das nervt mich jetzt. Da geht's lang und da geht's lang und da und hier. Tagbuch des T. Serrano 5. Gehen wir erstmal hier lang. Das, hab ich dir das eigentlich erzählt, dass Toonstruck worldwide geblockt wird? Was? Das zweite Video? Warum? Wegen dem Soundtrack. In dem Raum, wo du am Schluss die Vase kaputt machen musst. Okay, was war denn das? Irgendein klassisches Stück oder so. Oder gelaufen ist im Hintergrund. Und da hat irgendwer die Rechte drauf. Ja, keine Ahnung. Dann habe ich das einfach 15 Sekunden gemutet. Mhm. Also von YouTube mute losse automatisch und dann war es in Ordnung. Kane aus Command & Conquer hatte so eine schöne Stimme. Er singt bestimmt in C&C. Analstufe Rot 2. Kommt da nicht auch jetzt Remix raus oder so? Für 10C? Ich glaube, der Keil hat was gesagt hat oder so. Was die für eine Kraft haben muss, sich da hochziehen und dann noch einen Double Jump an der Wand hinzulecken, das ist doch nicht normal. Die Lara Kraft. Ich meine, ich spreche mich nicht auf, aber das ist es nicht normal. Ich muss an meinen Blutdruck denken. So, erstmal ein schönes Lagerfeuer. Ich will aber da runterspringen. Dort hättest du schon abschneiden können gerade. Jawohl! Siehst du mal. Schrottflint. Ah, ja. Das ist voll für den Arsch. So, und wie funktioniert die? Ja. So. Die können wir eventuell schon upgraden, gell? Ha! Guck mal, Tobi, gemütlich! Hä? Mit Handy? Ach, wir haben sogar zwei, ne? Wieso hast du die Gold-Edition? Weiß ich nicht. Hast du die gekriegt, weil du bei Square Enix... Das kann sein. Dann machen wir die Gold, ne? Ich hab hier nur die Standard-Edition. Habe ich dir übrigens schon gezeigt, wo die Packung aufgerissen ist? Nee. Ich zeig das gleich. Das ist furchtbar. Wenn ich es aber gar nicht sehen will... Dann, nee, gut. Ja, dann zeige ich das nicht. Upgrade, wir wollten Upgrade. Ich will jetzt aber ein anderes. Können wir das nicht AC oder? Ich hab keine Ahnung. Wieso geht das nicht? Ach, das geht. Wie? Ist das passiert? Ich weiß nicht, weil das in der Briefkasten gestopft hat oder so. Hm. Die Schweine. Sieht man gar nicht. Doch, doch.
Mal der Keule. Ach, jetzt haben wir Pfeilgift. So habe ich es verstanden. Drücken wir noch auf. Noch immer? Nee. Ah. Vielleicht kriegst du Pfeilgift jetzt von Frösche und sowas, aber wir können dann noch hier giftige Pfeile herstellen. Eine Schrotflintenbarriere, die kenne ich, die Dinge. Was wäre denn jetzt passiert, wenn du vorher so oft getestet hättest, dass du keine Munition mehr hättest? Wäre das Spiel vorbei gewesen. Jetzt vielleicht neu geladen oder so. Ach, die hat nur noch geladen. Jetzt kann ich sogar die Käfer-Eis sammeln. Leck mich fett. Wenn jetzt doch das andere Kostüm auf. Ich hab nur oben was anderes angezogen. Ich weiß auch nicht, was das soll. Sieht aber scheiße aus, fällt mir gerade so auf. Heute Angst. Zu Recht. Uiuiuiui. Tja, der andere Weg lang wäre wahrscheinlich ein optionales Grab gewesen dann. Vielleicht. Oder später der Rückweg. Ja. So, sag mir einfach, was ich drücke soll und gut ist. So. Das sind bestimmt gar nicht B. Kommt der runter? Ja. Der ist immer ausgewichen, ne? Die sind gerissen. Nehmen die. Meine Hacke. Kommt. Oh, beide. Ach so, Mist. Wenn ich jetzt das Bauch erkenne. Eine Zustück bringst, wenn du L1 gedrückt holst und dann. Geht aber nicht. Was soll ich machen? Ich hab nur geguckt, wie viele sind es. Warum? Uncharted 1. Du links kannst du was runterziehen. Aus Respekt, Alter. Oder?
so dunkel. Ich hab Angst. Tut so weh. Schweres Rätsel. Something's blocking this. Ab ins Wasser. Stimmt, da geht's nicht weiter. Ja, doch, die Mauer vielleicht. Das war mal so schwer gestellt. Ja. Nur ganz leicht wäre es halt schon gespannt. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Nur für was du das drehst. Damit ich nur durchschwimmen kann. Ah. There we go. Wenn der linke Sticky Wiki neid rückt. Ich weiß, aber dann verbraucht sie auch mehr, ne? Echt? Ja. Ich muss Tagebuch lesen. Ich muss wohl drüber. Hä? Rätselig. Und Gegner. Und Gegner. Ja, da war recht so ein explosives Fass. Warum? Schneidet es sich einfach los. Öffnet das Tor. Open wird's gut denn dort. The box could be here. Könnte doch klappen. Das war gut. Wenn du mit einer Schrotflinte geschossen hast, brauchst du nämlich Leiche. Oder? Das macht sie automatisch, oder? Ach so, okay. Ich kann nicht aufstehen. Also von daher. Okay. Und hinter dir war sowas mit so einem Pfeilding da. Da. Ach, aus Respekt. Komm. Der hat geschrien für drei, ey. Irgendwie noch. Das ist ein Müll. Geh mal drüber. Oder ist das Seil? Ja. Oh, 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 das gefällt mir nicht.
Das Spiel gibt uns Munition. Kannst du auch in die andere Richtung drehen? Du kannst vermutlich alle drei Seilwinde von hier aus bewegen. Yeah. Dann das Rätsel lösen. Nee, das Ende müssen wir losschneiden. Das da. You have a heart of gold. Don't let them take it from you. Kyle, danke. Danke, Kyle. Und willkommen. Ah, guck mal. All right. We did this. Kann schon im Seil jetzt immer treffen. Ja, gut. Lass mich hier gucken. Was hier so geht. Kyle, der schreibt aber nicht im Chat. Das ist ihm zu blöd. Der schreibt nur so. Der ist aus der Scheiße rausgewachsen. Wenn es vorgelesen wird. Ja, du kannst dich einfach wieder runterseilen. Hey Renton! Hey Kyle! Hallo! Alles klar bei dir? Doch geil! Wie geht's dir? So. Heute schon ein Rush. Renton, der jetzt sie? Hier. Ja, soweit. Bisschen Miet. Aber alles gut. Oder bei dir auch? Was ist? Was? Ja, gut. Ja, da krabbelt auch was. Nacht, Jack. Hallo, Jack. Nächste Lagerfeuer machen wir auch. Sense. So, und das muss auf die Mühle. Noch ein Stück. Yes. Ich habe mich kurz überlegt, für was wir das nehmen. Sehen wir das, Kai? Ehrlich? Sind wir bald, ja? Hast du das schon durch? Wie lange haben wir noch? Sind wir bald da? Where are they all coming from? Dann, wenn wir bald fertig sind, oder bevor Hitman anfängt, muss ich mal gucken, ob mir Hitman mit dem PS4-Controller spielt. Na, ist ja egal. Dauert noch, okay. Du willst, dass es rum ist, oder? Ich will Hitman spielen. Zweit. Ich kenne du nix. Gebrauch unsicher. Was? Achso. So, wo ist er? Da. Den hat er nicht kommen sehen. So, wo
soll jetzt die zwei Tür aufgehen. Da, wo die alle herkommen wahrscheinlich, ne? Wenn irgendwas Neues aufgegangen ist, vielleicht. Oh, cool. Wir haben jetzt... Ist das Part 3 oder 4? 3, oder? Ich glaube 8, 3. Wir werden 6 Stunden. Ja, circa. Circa. Da oben waren wir noch nicht, da oben auch noch nicht. Aber ich glaube, das ist nur so eine Hilfe. Kreischen die noch? Da oben waren wir auch noch nicht. Aber ich... Ja, wir müssen links rüber, ist der Logo. Nur wie? Durchtauchen. Da, weil es sich jetzt dreht. Ja, da unten kommen wir. Ah, ja. Tja. So, aus Respekt. Ja. Gesundheit. Der war ja aus vollem Herzen. Was hast du denn geschrieben, Kai? Hier schreibst du doch nochmal. Oh oh, Munition. Arsch! Was? Alles gut, Kai. Schreibst doch gutes Zeug. Ah, du kannst wieder drehen. Ja, ja. Aber ich höre die noch. Ja, ja. Ich höre noch Geräusche. Das sind ganz normale Gedanken. Das sind ganz normale Gedanken. Do, ne? Do kann man aber auch lang. Hier habe ich kurz nämlich gedacht, das wäre die andere, aber das dreht sich schon nicht. Ne. Nur Videos gesehen. Vom Elber. Aber wenn ich es mir holen würde, brauche ich erstmal Punkte. Ne, das sowieso, aber ich steht warte, bis wieder Version kommt, wo alles drin ist. Ich sehe es halt nicht mehr ein, mir irgendwelche Fighter-Spiele zu holen. Vor allem, du hättest es ja wirklich arg übertrieben anscheinend mit der Mikrotransaktion. Dass du das die paar Türme nur schaffen kannst, wenn dir Zeug holst und so. Ja, ich habe auch die XL-Version von Zähne. Das Geile ist, der Kai hat sich damals aus dem US-Store geholt. Weil das gab es ja zuerst hier gar nicht, bis es geprüft wird. Und dann konnte ich es mit ihm nicht online spielen. Weil er die US-Version hat. Ne? Tauch mal. Ich auch nicht. Kann man da irgendwas drauf schmeißen? Hm.
Ne, geht nicht. Die hatten das Region locked. Damit du immer einen guten Netcode hast. Von hier aus muss ja irgendwas gehen. Ja, das machen aber viele Fighter-Spiele. Ach, kannst du das Ding irgendwie? Nee, oder? Okay, das war. Irgendwas hast du richtig gemacht. Kannst du aber noch was? Nee, pass auf. Jetzt ist es ganz im Wasser. Ach so. Mein Schatz. Was sind für uns, mein Schatz? Ginas. Narrischer Tuck. Narrischer Tuck. So, wo hockt er? Da oben, rechts. Schießt aufs Lambert. Ja, gut. Aufs Lambert. Verlebt hat einer. Halte ich. Links. Irgendwo kam eben ein Pfeil her, der dich getroffen hat. Ich hab's. Es sind sogar zwei. Three. Wie? Pfeil. Drecksau. Narrischer Tuck. Narrischer Tuck. So, jetzt halt. Da links lag noch Schrotfilm und Munition. Überall und um im Kreis. Eis. Ich bitte um ein Lagerfeuer, wenn die Tür auf ist. Denken, hobbitst Eisengard. Was hat er gesagt? Die hobbitst Eisengard. Die Monate. Patrala. Baba. Die wollen es echt wissen. Oh. Oh, oh. Heute ist nichts los, ja. Kyle, wenn du so spät einschaltest. Die war base. They didn't enter.
Das heißt, da ist noch was viel Schlimmeres, wo sie Angst davor hat. Oh, das ist nur sadistisch. Vielleicht so riesig lang. Geht einfach kein Weg hinaus und die ist jetzt gefangen. Keil, alles gut. These figures, Gottes Willen. They look like those creatures, but they're graceful. Yashi, goddesses of protection. Diese Katzen. The silver box of Ishal was forged in paradise and brought to earth. Did those creatures make the box? Vielleicht ist das nur die Ungeduld oder ich weiß es. Aber irgendwie juckt mich die Story null. Die ist halt auch nicht gut. Die Story ist echt nicht so gut. Is that why they fought me so viciously? Here they keep the box until the sun's renewal. Here. It has to be here. An eclipse and a heron. Like the tattoos on Unaratu's arm. Where's the box? Where's my box? Statt zu streamen oder was? Mädel! Und wieso kommen sie jetzt auf Elbo gerannt? Haben wir die Box geklaut. Oh Gott, ne. Aber die Box war doch gar nicht da. What's in the box? Ach so, durchspielen. Wir müssen Resident Bunker, Evil 5 Bunker, weiter spielen. Bunga Bunga noch. Oh Gott! Was ist das? Ich wäre jetzt zu blöd gewesen, ich hätte versucht durch das Loch zu gehen. Und echt? Abzubiegen, ja. Fliegt hier nach. Fliegt! Oh Gott, oh Gott. Sprich voll gut hinein. Mock! Underworld. Das habe ich auch, Tomb Raider Underworld. Jetzt müssen wir noch paar Titi zurück. Matiti. Ich habe versucht, durch das Loch zu gehen mit 2009. Stimmt, ja, Series Sam. Der war auch noch nicht fertig. Oh, yeah. Wieso ist da jetzt so viel Wasser drin? Das geht gar nicht. Und für ein Lagerfeuer werde ich sterben. Finally, I made it. Aha. Da ist kein Lagerfeuer. Aber da ist irgendwas anderes. Oh. Was gibt's? Was sind die 4 Spiele, Bronco? Oh, steht vielleicht auch schon Plus. Ich kann dir sagen, was es in Asia ist. Da wurde es schon genannt. Witness und Metal Gear Survive. Aber mal abwarten, ob es ja auch so ist, weil Asia ist immer anders. Also Witness war bei uns erst drin. Aber Metal Gear Survive, das will doch keiner. Nicht mal geschenkt. Ja.
Fehlende Ausrüstung, keine Überhang-Axt während. Ist recht. Was ist mal, da können wir uns dann auch an den Deck lang hangeln. Mit richtig Ausrüstung. Insect Armageddon, okay. Das heißt, Insect Armageddon ist dann abwärtskompatibel. Sag's mal alle vier, Bronco, bitte. I can use these to climb out of here. Ach, da ist er. So schnell geht's. Und ist da bitte ein Lagerfeuer? So Channel 2. Und zwar immer an. Ja, ich hab halt gedacht, beim PS Plus, jetzt wo sie PS3 und Vita Spiele mehr neu machen, wird die Qualität von der PS4 Spiele besser, aber irgendwie. Das war schon viel Gutes dabei, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Ja, aber nicht in den letzten 2 Monaten, oder? Wo nur 2 Spiele drin waren. Was waren da drin? Also, MOVIO Search drin. Ah, gut. Und The Witness war drin. Und Modern Warfare war drin. Ich weiß nicht, war den Monat Search? Oder den davor? Nee, ich glaube den Monat. Und das Conan, aber das ist. Ich weiß nicht, irgendwie. Juckt mich das jetzt. Demon's Souls, war das nicht schon länger im PS Now drin? Ist halt geil im PS Now, vor allem weil es nicht mehr online spielen kannst. Ja und? Was hat das mit PS Now zu tun? Aber als jetzt viele zur Verfügung gestellt wird, die jetzt endlich Demon's Souls spielen können und jetzt sind die Server down. Tja. Bin ich jetzt am Lagerfeuer vorbei oder gab es einfach keins? Es gab keins. Comic Zone, Golf Club und Marooners. Das ist ja echt mager. Oh Gott, will die du. Vor allem Comic Zone war doch schon in wie viel Collections drin, oder? Das ist doch das Mega Drive Spiel, oder nicht? Demon's Souls härter als die anderen? Der Flame Lurker, ja. Also Endboss, der ist der richtig. Leichter, der ist richtig übel. Außer du benutzt Zauber, dann ist es perfekt. Yes. Mit Zauber ist es ein Klatz. Aber ansonsten wären es ja, wenn es gestreamt gehabt, der Mikko und ich. Und er hat den Flame Lurker gemacht und hat ihn normal besiegt und hat 20 Minuten gebraucht. Das war schon assi. Das klingt jetzt auch nicht so viel, wenn ich. Ja, doch. Ja, doch. Glaub mal, der darf dich halt nur einmal treffen oder so. Wie gesagt, ich fand die Plus jetzt in den letzten Monaten, glaub gar nicht mal so schlecht. Ich hab halt den Scheiß alles schon gehabt. Von dem, was mich interessiert hat. Außer Modern Warfare. Außer Modern Warfare. Mir fast wieder vorher gekauft. Ich Glück gehabt. Diesmal. I'll have to jump. There's no other way. Ja, dann springe ich halt. Ich weiß zwar nicht, wo. Ah. There is no other way. Ist schön, dass es extra sagt, bevor die Spieler sich denken, geht. Ja, ist voll Spock. Lara Bock. Wie schätzen kannst du die Käfer kennen? Ein Huhn, Marcy! Ein Huhn! Ein Huhn! Schiffsmädchenjunge! Was? Das sagt er doch alles zu ihr. Ja, Schiffsmädchenjunge. Oh, das sind Piranhas, da musst du Schleiche eigentlich. Schleiche? Ja, also in dem hohen Grastisch verstecke. Am Arsch.
Schlucken Luft und dann geht's weiter. Marci Darcy. In die Nacktbar! In die Nacktbar. No, man. Bronco hat letztens getwittert, dass der El Bundy einen Veganer-Club aufmacht. No Ham. Ich brauch doch nur ein Ham. Vor 20 Minuten habe ich gesagt, das nächste Lagerfeuer. Ich habe gedacht, jetzt bastelt es sich jetzt. Es ist falsch, Franzose zu sein. Ach, guck mal, wir sind wieder im Dorf. Oh, super. Warum? Wozu das alles? Du war die Box nicht und jetzt sind wir wieder im Dorf. Whatever those things are. Na gut. Was heißt reaktivieren, Kyle? Who left those carvings of the Heron in the Eclipse? Twitter musst du nicht aktivieren, oder? I have to talk to Unaratu about them. Für deinen Account? Oh, Leute. So, TR. Das war's. Danke fürs Einschalten, gell? Und habt einen schönen Abend. Gute. Tschüss.